Das war von Anfang an ein gutes Spiel, da kann man jetzt überhaupt nichts sagen. Die ersten paar Minuten vielleicht und dann habt ihr euch so deutlich abgesetzt. Gerade in der zweiten Halbzeit haben die ja gar keine Tore mehr gemacht. Nein, also wir waren gut vorbereitet, wollen diesen Sieg haben natürlich. Das war ganz wichtig für uns mit 2 Punkten heute. So, das hat gut geklappt, aber trotzdem war das eine harte Stück Arbeit. Ja, ein paar Spiele sind noch vor euch heute Abend. Champions League Fußball, guckt ihr das mit der Mannschaft zusammen oder geht ihr auseinander oder interessiert euch denen das gar nicht? Ja, das war ein bisschen komisch im Nackenspiel, dass alle Leute geht weg, wollen nach Hause. Wir wollen das natürlich auch gucken, also, und wir sind natürlich auch gespannt. So, jetzt freuen wir uns auf ein gutes Fußballspiel. Wenn dieses Interview gesendet wird, ist das Spiel wahrscheinlich schon vorbei, das Champions League Spiel zwischen Dortmund und Bayern. Hast du einen Tipp? Ja, 2-1 für Dortmund. Okay, alles klar, Michael Knutzen. Super Spiel von euch, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wieder der Champions League auch in der kommenden Saison ein Stück näher gerutscht und gerückt. Dein Eindruck vom Spiel? Ja, das war ein gutes Spiel von uns. Sehr konzentriert, sehr fokussiert. Wir hatten alles im Griff von Anfang an. Und 60 Minuten das Spiel im Griff gehabt. Und das war super. Das war genau die Leistung, was wir brauchten in dieser Schlussphase, wo alles entschieden wird. Und wir möchten ja unbedingt erstmal die Champions League Platz haben, aber auch Platz 2 möchten wir gerne haben. Minden hat das zweite Halbzeit fast gar keine Tore mehr gemacht. Ihr umso schönere, das war ja, was du mit Anders Eggert gemacht hast. Kein Tor mehr, das war ja schon eine Choreografie. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das sieht ja wahrscheinlich besser aus, weil das ist ja nicht so schwer zu machen. Aber das ist gut für die Zuschauer und die mögen das und wir mögen das auch zu machen. So. Apropos Champions League, heute Abend ist auch noch Fußball Champions League. Ihr guckt sicherlich auch, wenn das Interview hier gesendet wird, ist das Spiel vorbei. Also kannst du jetzt mit deinem Tipp mal als Prophet sagen, wie geht's aus? Also ich glaube, mein Herz sagt 2-1 Dortmund. Alles klar, vielen Dank. Lass es wohl, Hansen.